Gut, das haben wir. Wir stehen wieder in Köln, wie schon versprochen. Und ja, der steht da mit Licht an. Vielleicht sollte der mal gucken, dass er seinen Krempel da reinkriegt, ne? Ja gut, ich habe meinen MAN wieder. Interieur ist fertig. Interieur. Ihr werdet es gleich sehen. Oh, wir sind was schnell, aber ich habe es eilig. Wir haben heute Sonntag. Also im Spiel offiziell haben wir Montag. Und wir dürfen heute fahren. Und zwar haben wir Lachsfilet geladen. Verderbliche Ware. Mit Sonntagsfahrgenehmigung. Und da steht da mein Auto. Ich würde sagen, wir hocken uns rein und dann gucken wir uns mal gerade um. Ja gut, ein anderes Lenkrad. So an sich ist ein bisschen mehr Rot wieder dazugekommen, passend zur Außenfarbe. Ja, da hat sich nicht so viel getan. Der sitzt ein bisschen anders und ja, ich habe Schränke bekommen. Richtig schick. So, eine Zündung ist schon an. Ich hatte schon die Abfahrtskontrolle gemacht. Gut, wir fahren nach Magdeburg. Und ich hoffe jetzt mal, dass das funktioniert. Es ist nämlich jetzt schon das zweite Mal, dass ich das aufnehme. Die Kamera hatte irgendwie leichte Probleme. Schauen wir mal, ob es jetzt gelöst ist. Ich sage erstmal Hallo und dann sage ich erstmal Danke für die 700 Abonnenten. Ich glaube, ich bin jetzt bei 702. Vielen, vielen Dank. Das zeigt mir wiederum, dass es euch gefällt, dass ihr das euch anschaut. Und ich würde sagen, wir hauen rein, damit wir hier wegkommen. Ich glaube, jetzt scheint es zu funktionieren. Schauen wir mal, wir machen das Licht an. Offiziell haben wir Pfingstmontag. Ich wünsche euch noch ein nachträglich schöne Pfingsten. War schon zu spät. Habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen. So, dann kommen wir, glaube ich, zu dem wichtigsten. Wir sind auf der 1,50, ne? Wir hatten ja in dem letzten Video, habe ich ja noch drüber gesprochen, so von wegen, die Kamera setzt schon wieder aus, das fängt schon wieder an. Ich mache es folgendermaßen, ich schalte die eine Kamera gerade weg. Das macht keinen Sinn so. Ihr werdet es nicht merken, ihr seht es nur gleich, die Kamera verschwindet. So. Und weg ist sie. Ihr seht mich aber hier noch. Weil das Geruckel, das muss nicht sein. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da ist, glaube ich, OBS hat da irgendeine Macke. Die haben sowieso im Moment irgendwie Probleme. Ich glaube, ich muss das mal deinstallieren, neu installieren. Ich muss eh mein ganzes System machen. Also könnte es passieren, dass mal irgend... Hallo? Warum? Nicht aufregen. Ja, zurück dazu. 1,50. Wir haben ja beim letzten Mal noch darüber gesprochen, von wegen wann kommt die, wie lange wird die noch brauchen, wann kommt die Open Beta. Ja, 2 Tage später. Wir releasen 1,50, wobei ich dabei sagen muss, meiner Meinung nach zu früh. Und zwar, die haben immer noch Performance-Probleme, die FPS, die droppen manchmal, wir werden es stellenweise sehen. Oder ihr hört es dann, wenn ich dann sage, also das ist noch nicht so, wie ich jetzt sagen würde, macht es Sinn, das so zu betreiben. Also seitens SCS. Ne? Ja, was gibt es sonst Wichtiges, Neues? Im Zuge des Einzugs 1.50 ist natürlich, wir mit der Euroadnet haben natürlich tierisch noch was zu tun. Also mein Pfingstwochenende bestand daraus, dass ich irgendwie rausfinden musste, warum wir an verschiedenen, und das, da sind wir nicht die Einzigen, dass wir stellenweise keine Ladung aufnehmen können. Ich habe inzwischen da die Möglichkeit, oder ich habe da meine Vermutung, und das scheint sich auch so zu bestätigen. Es sind ja viele Custom Companies im Einsatz, auch bei uns hier in dem Add-on. Und ich vermute einfach mal, dass die Probleme verursachen, weil das noch alte, ja, wie soll ich jetzt sagen, alte Definitionen beinhalten. Und man kann sie auch nicht ändern. Ich habe hier in unserem Add-on, also Firmen-Add-on von der HIT, also HM-Trans, Transporte Amon, ITL. Eigentlich müsste ich ja jetzt noch eine F dazu hinfügen, weil Fidus-Trans ist ja auch dazu. Ich habe hier schon alles umgestellt auf Custom Depots. Hat einen ganz tollen Charme. Werde ich auch ein Tutorial zu machen. Man kann da so richtig nette, fiese Spielereien machen. Also mal gerade so eine schöne, enge Ladestelle oder sowas, das kann man damit wunderbar machen. Und das ist ja genau so das, was ich ja eigentlich gerne mag. Das und danach links abbiegen. Ich halt ebenso. Jetzt links abbiegen. Ja, Jung. Und statt dann weiterzufahren. Nein. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ja, diesen tricky Ladestellen, Abladestellen, das ist halt eben sowas, wo ich ja eigentlich immer wieder nachgucke und wo ich ja auch nachsuche. Rechts halten und danach das kann man damit wesentlich effektiver lösen. Man braucht nicht im Blender irgendwelche Custom Companies dann positionieren, gucken, passt das? Nein, die muss ich noch ein bisschen hin und her schieben. Das fällt damit weg, weil das alles im Editor gemacht wird. Achso, ich sollte vielleicht mal einen Blink ersetzen. Jetzt müssen wir aufpassen, da kommen sie nämlich immer hochgeschossen. Wir tasten uns langsam rein. Achso, habe ich eigentlich erwähnt, wo wir hinfahren? Magdeburg. Wir fahren nach Magdeburg. Mit Lachsfilet. Wie gesagt, Custom Depots, geniale Sache, macht mir wirklich Spaß. Habe da hier ganz schön rumgetüftelt, habe dann so verschiedene Sachen wirklich ganz raffiniert machen können. Ich warte eigentlich darauf, es gibt ja diese Custom Depots im Editor, dass man eigentlich, wenn man die setzt, auch direkt der Aktivierungspunkt dazu kommt, dann macht es die ganze Sache wesentlich einfacher. Gut, das zur, dazu. 1.50 ist natürlich einiges neu gekommen. Wie gesagt, performance-technisch sehe ich da immer noch Handlungsbedarf. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, im Normalfall sollte das nicht so sein, dass wir irgendwelche Probleme haben. Aber wer Hermis Video vielleicht gesehen hat, er hat genau dasselbe Problem, dass auf einmal die FPS runterfallen. Ganz kurios. Uppala. Vorsicht. Ja. Das bringt mich direkt, weil ich ja Hermi angeschnitten habe, zu den Kollegen. Es ist relativ ruhig. Eigentlich zu ruhig. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, Sommer. Es wird wärmer, viele fahren jetzt in Urlaub. Ich übrigens auch. Das heißt, so wie es aussieht, nächstes Wochenende werdet ihr, muss ich schauen. Eventuell finde ich noch die Zeit, irgendwo ein Video zu machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es relativ beengt, zeitlich beengt ist. Das hat mehrere Ursachen. Das eine ist, ich muss hingehen, ich muss unseren Teich ein bisschen ausbauen. Was ist da passiert, erzähle ich gleich. Kommen wir nochmal zurück zu den Kollegen. Wie gesagt, Michi Amon ist sehr ruhig, Fidus-Trans ist sehr ruhig. Stefan hat ja aufgehört, der fliegt ja nur noch. Nicht auf die Schnauze. Ja, Wusel, HP Wolf, wobei ich die Folgen alle noch nicht so gesehen habe. Ich habe gesehen, dass Wusel mit dem Kochzauber, mit dem Mercedes unterwegs war. Interessantes Modell habe ich mir auch zugelegt. Der macht so richtig Spaß, das ist so richtig, ja, 80 könnte ich vielleicht mal erreichen. Ne? Gut. Das dann zu den Kollegen. Grüße gehen raus, alle Male, wie sie alle heißen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas machen hier. Wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten. So. 1,50 haben wir abgehandelt, Kollegen haben wir abgehandelt. Jetzt rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Achso. Radio mach mal an. Also ich habe so das Gefühl, OBS, der braucht unbedingt ein Update. So, ja, das ist nicht mehr schön und nicht mehr normal, was hier läuft. Aber ja, gut. Hauptsache, das funktioniert einigermaßen. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Früher habe ich auch immer nur eine Hand gesehen. Ich hätte gar nicht schalten brauchen. Ja. So, kommen wir hier zu dem Mod. Ist von CMI Carmichael Industries. Was mich ein bisschen stört, ist die Gardine, die hier vorne hängt. Die schaukelt nämlich nicht mit. Das ist aber auch, glaube ich, das Einzige. Ich muss mal gucken, ob ich die rausnehmen lassen kann oder rausnehmen kann. Aber ansonsten ist das schon schick. Den Schränken, alles schön beleuchtet. Boah, die gefällt mir. Müsste man eigentlich jetzt mal im Dunkeln betrachten, wie es sich da verhält. Das wäre noch eine Variante, die mich interessiert. Und wir müssen jetzt hier wieder runter, siehst du? Danach rechts abfahren. Ja, Junge. Jetzt rechts. Ja, Junge. Da hast du Pech gehabt. Das hat jetzt keiner gesehen. Normalerweise hätte er ja wenigstens mal abbremsen können, ne? Das ist bestimmt hinten am Hänger hängen, am Auflieger hängen geblieben, nicht am Hänger. Der Hänger, der hat nur woanders. Also die KI haben sie immer noch nicht verbessert. Also da ist noch Verbesserungsbedarf. Jetzt können wir rollen lassen. Jetzt sind wir hier auf der A2. Da geht es da runter. Das passt. Ja gut. So. Zeitlich fangen wir mal ein bisschen damit an. Jetzt kommt so ein bisschen Real Life dazu. Ich habe also ein paar Calls bekommen und da hieß es, man hat mir dann gesagt 30 Zentimeter. Mhm. Ich dann Transportboxen geholt, ungefähr 30 Zentimeter. Ich dann da ankam, ups, ja, ich weiß nicht, nein, sage ich jetzt nicht, aber da hatte sich jemand vertan, weil die waren doppelt so groß. Jetzt muss ich meinen Teich vergrößern. Und das muss jetzt relativ zeitnah in Angriff genommen werden. Da werde ich also ein bisschen rumwuseln, rumgraben, rumwühlen. Um es mal so zu sagen. Kurios, jetzt sind die FPS eigentlich relativ stabil. Komisch. Muss ich nicht verstehen. Ja gut. Ich hoffe, dass das mit dem Sound dahin kommt, weil die Ausschläge, die da sind, die sind also extrem abgehackt. So, dann bin ich auch nächste Woche, nicht nächste Woche, also jetzt die Woche bin ich noch am Arbeiten, darauf die Woche bin ich unterwegs. Das heißt, ich fahre sonntags schon weg. Und kommen erst mittwochs wieder. Wahrscheinlich werde ich da eine Folge später raushauen. Muss ich mal schauen. Also nächste Woche, also jetzt den Dienstag, seht ihr hier die Folge. Und da drauf die Woche wird es dann ein anderer Tag werden, ausnahmsweise mal. Weil anders lässt sich das bei mir nicht zeitlich nicht vereinbaren. Wie gesagt, wir fahren sonntags morgens schon los. Vorher musst du alles vorbereiten, du musst hier alles fertig machen. Wir müssen alles für die Katzenversorgung und so weiter. Und da werde ich dann halt eben mal kurz ein bisschen auf Borkum rumturnen. Vielleicht werde ich mal so einige Shorts machen. Ja. Das war meine Katze. Das habt ihr wahrscheinlich nur mal gesehen. Weiß. Da. Nee. Und das ist ja, da ist es ja weiß. Und genauso ist mir gerade die auf den Schoß gesprungen. Ja gut. Wie gesagt, 1,50 lassen wir uns jetzt überraschen. Euroadnet, wir arbeiten dran. Ich habe jetzt mehr oder weniger das gesamte Pfingstwochenende damit verbracht, irgendwelche Custom Companies zu ersetzen. Ja, das habe ich jetzt soweit. Von daher muss jetzt getestet werden. Es müssen auch Bugs behoben werden. Und dann könnte man eventuell releasen, aber abwarten. Weil SCS hat ganz schön einige Sachen verändert, die uns doch ganz schön, ja, nicht Ärger, aber Arbeit bereiten. Jetzt gibst du Gas, du. Armleuchter. Links halten. So, jetzt können wir wieder eine normale Geschwindigkeit hoch. Jo, was habe ich sonst noch? Eigentlich nicht viel, ne? Das war es eigentlich erstmal soweit. Hannover haben wir schon mal. Warum soll ich denn links fahren? Ah, der Volvo da hinten. Der hängt doch die ganze Zeit. So ein Mittelspurschleicher, ne? Wie gesagt, wir sind hier auf der Standard SCS Map. Ich habe unser Company Add-on für die SCS Standard erstmal gebaut, weil ich ja auch erstmal die ganzen Sachen rauskriegen musste, wie funktioniert was, gerade was diese Custom Depots betrifft. Aber es läuft einwandfrei. Der hängt die ganze Zeit da. Ne? Entweder kommt er nicht rechts rüber, weil der daneben ist, der ärgert den. Aber das sollte uns nicht betreffen. Ja gut. Den frühen Release hatten wir. Die Abonnenten, wie gesagt, ich bedanke mich wirklich bei euch. Das ist der Wahnsinn. Und macht weiter so. Ja, jetzt bleibt nur noch abzuwarten, was SCS als nächstes bringt. Ich amüsiere mich gerade über den, wenn ich da im Spiegel gucke. Das ist doch nicht normal, oder? Also in Real Life würde man sich, ja, ist gut. Nicht nur, dass ich eine Katze mal beim Stream hier mittendrin liegen hatte. Jetzt will sie auch noch mal mit in die Aufnahme. Und wir Das war ja jetzt mal wieder extrem. Da muss ich mir aber nachher mal die Lok angucken. Das ist nämlich was, das ist vielleicht mal wo ich auch mal sagen könnte, da könnte man mal ein kleines Tutorial drüber machen, was man aus der Game-Log erfährt und was nicht. Weil das kann manchmal hilfreich sein. Gerade jetzt in dieser Umstellung 1.50, achso, da gibt es noch was. Bitte, die Umstellung 1.50, da stehen die Wachtürme noch. Da hat sich ja einiges verändert. Übrigens, es gibt auch einen neuen Route Advisor für oben. Der ist mir ein bisschen zu groß auf der einen Seite, aber na gut. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, wenn da alles untereinander ist. Gefällt mir. Können wir so lassen. Ja. Hat mir Hermi, oder Hermi hatte den als erstes schon im Einsatz. Nee. Rechts abfahren. Nee. Moment. Wir gucken mal auf die Karte, was sagt er da? Ach, da müssen wir die nächste fahren. Ihr hört jetzt hier was ganz Kurioses. Ja gut, dann können wir das machen. Weil SCS hat ja früher immer standardmäßig sowas rausgehauen und entweder ist man im Kreis gefahren. Das war nie ja, nicht so pralle. Ich berechne ja schon eine neue Route. Inzwischen hat es sich ein bisschen verbessert, weil sie meistens irgendwo zwei Auffahrten haben. Da macht das schon mehr Sinn. Da kann man das machen. Aber stellenweise oder am Anfang war es ja wirklich so, wie die das eingeführt haben. Dass ja wirklich du musstest ja, entweder bist du einmal komplett, weiß ich nicht, bis zum nächsten Autobahnkreuz zurückgefahren, dann solltest du gegenüber runterfahren, ging dann auch nicht, weil dann gesperrt war. Dann hat man, oder man ist im Kreis gefahren. Ja, das macht dann keinen Sinn. Also da perfekt ist anders. Und auf der Autobahn bleibt man normalerweise nicht stehen. Das wollen wir mal so ganz klar halten. Demnächst rechts abbiegen. Ah ja, passt ja. Jetzt rechts abbiegen. Grobe, ganz schön hier runtergeflogen, ne? Ich muss mal gucken, wo es denn jetzt weitergeht. Schauen wir mal. Magdeburg, da sind wir ja in den neuen Bundesländern, so hat man es früher genannt. Magdeburg, da sind wir. Wie gesagt, alle Leute, was ist das denn? Warum nimmt er den Gang denn nicht an? Ja, das ist jetzt klar. Jetzt bleibe ich auch nicht mehr stehen. Da ist übrigens auch was gemacht worden. Weil ich bin das letzte nur so ein bisschen vorgerollt. Auf einmal macht er dann pling, pling, pling. Okay. Sicherlich kannst du ausschalten, aber macht ja auch keinen Sinn. Rechts halten und danach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen. Hier links, sagst du. Sagst du so. Deinem jugendlichen Leichtsinn. Das ist was, finde ich ganz kurios. Auch neu, warum bekomme ich hier schon angezeigt, wo ich hin muss? Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite sagen, ich gebe, was ich vermute, und das ist nur eine Vermutung, die ich habe, jetzt weiß ich noch nicht mal, wo ich hin muss. Moment. Wo muss ich denn da hin? Ich muss noch weiter durch. Vorher war es ja mal so gewesen, man musste dann da drauf zufahren, dann hat der gesagt, da und da musste hin. Dann konntest du ja auswählen. Ich habe das ja ausgeschaltet. Und das ist der Grund, warum wahrscheinlich die Nachricht kommt. Demnächst rechts abbiegen. Ja, hier. Jetzt rechts abbiegen. Mehr oder weniger in einem Stück angekommen. Sehr schön. Ja, ne? Sicher. Und das ist wahrscheinlich jetzt durch dieses automatische Auswahl oder wie es sich nannte, weiß ich gar nicht mehr, muss ich nochmal nachgucken. Hoppla. Dass das daher rührt, gehe ich mal von aus. Ja, weiß ich nicht, ob ich die Nachricht unbedingt haben muss. Es reicht mir, wenn die Hütchen da stehen. Weil wir können immer noch sagen, steht immer noch so in den Frachtpapieren, dass man sich da und da hinstellen soll. Fertig. So. Bin ich schon so weit? Ein bisschen. So. So bleiben wir stehen. Wir steigen mal kurz aus. Licht machen wir aus. Und hey, hops. So. Dann werde ich jetzt mal gucken. Wir werden hier jetzt ausladen. Oh. Harry, ich hab's doch nicht besser gemacht. Guck mal. Aber ich habe die Hütchen wenigstens stehen lassen. Die stehen wenigstens noch. Weiß Bescheid. Grüße gehen raus. Gut. Dann sage ich einfach, wir lassen die Folge hier beenden. Von hier aus geht es dann weiter. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn noch nicht geschehen. Abonniert, kommentiert und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Michael.